beklaut, während sie gerade einen Brand löschen. Die Feuerwehrleute in Dortmund, die können es tatsächlich nicht fassen. Während sie gegen die Flammen kämpfen, schraubt wirklich jemand an ihrem Löschauto herum. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das ist ausgebrochen worden. Das sieht man sein kann. Ja. Hier klafft ein großes schwarzes Loch, wo einst der Kühlergrill war. Zum Vergleich, so ähnlich müsste das eigentlich aussehen. Ich kann nur vermuten, dass da vielleicht ein Souvenirjäger ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Rainer Karasch arbeitet seit 36 Jahren bei der Feuerwehr. So etwas Dreistes hat er noch nie erlebt. Der Kühlergrill einfach rausgerissen, als er und seine Kollegen dieses Feuer in einer Gartenlaube löschen. Während die einen helfen, werden sie von anderen beklaut. Es ist unmöglich. Wir haben das ja eh schon auf der Kette, auch, dass Einsatzkräfte bedroht werden und behindert werden. Und das setzt natürlich dem auch die Krone auf, dass jetzt sogar schon Fahrzeuggegenstände einfach gestohlen werden. Das ist schon unfassbar. Mittlerweile trauriger Alltag für Rettungskräfte. Beschimpfungen, Behinderungen und körperliche Attacken. In Hamburg geraten die Retter in ihrem Einsatzfahrzeug selbst in Lebensgefahr, als sich plötzlich ein Reifen löst. Vermutlich wurden die Räder vorsätzlich gelockert. Kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu solchen Sabotagen von Rettungsfahrzeugen. Rettungsassistentin und Dreifachmama Anastasia Antoniadou wird körperlich angegriffen im Einsatz. Aus der selbstlosen Retterin wird plötzlich ein hilfloses Opfer. Da hinten haben wir schon eine junge Dame gesehen, die sehr nervös war. Und auf einmal hat sie mir so mit dem Ellenbogen direkt ins Gesicht gehauen. Ich musste so verdreht aufstehen und danach hat sie mir auch so richtig mit dem Fuß reingehauen. Dr. Alfred Schallerer ist seit 22 Jahren als Notfallmediziner im Einsatz. Auch er wurde schon selbst zum Opfer im Dienst. Und er stellt sich immer wieder dieselbe Frage. Warum greift jemand überhaupt Menschen an, die nur eins wollen, helfen? Sinkende Aggressionsschwelle, nicht mehr so die naturgegebene Autorität von gewissen Berufsgruppen per se. Hohe Erwartungshaltung, da spielt viel mit rein. Bei der Dortmunder Feuerwehr ist der Kühlergrill zwar nur ein Sachschaden, doch die Frage bleibt, warum tut man sowas? Denn so wie das entfernt wurde, ist es auch so beschädigt, dass man es gar nicht mehr anderweitig benutzen kann. Spaß, Dummheit oder Adrenalinkick? Der oder die Täter denken hoffentlich bei der nächsten blöden Idee einmal mehr nach. Denn vielleicht kommen die Retter nicht, wenn der Täter selbst in Not ist, weil irgendwer am Rettungsfahrzeug rumgeschraubt hat.